Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind im Badezimmer und machen uns fertig. Ich mache seine Haare und. Ich habe sie gestern gekürzt. Ja, stimmt. Mama, ich kann das. Kann man besser sehen. Ja, Baby Dan schläft gerade nicht mehr. Der ist gerade aufgewacht. Ich bin so ein bisschen neben der Spur. Meine Kopfschmerzen gehen nicht vorbei, denn ich habe keine Milch für meinen Kaffee. Und der Idi ist aber so lieb und holt jetzt die Acelia und mir Milch. Ja, ist er toll. Ich bin toll, ja. Ja. Ey, du musst sagen, oh, Patricia. Ui, das wird ein bisschen kranker. Ey. Ja, heute will ich mich mal nämlich schminken und ein Favoritenvideo machen auf meinem Channel. Oh, was für ein anderes Licht, oder? Also, ja, mal gucken, ob ich es gebacken bekomme, mich mal wieder zu schminken. Meine Nägel habe ich so ein bisschen anders gefeilt. Tut irgendwie gut, so was für sich zu tun. Wirklich, es ist total cool. Nicht nur putzen und am nächsten Tag sieht man es schon nicht mehr. Ja, hier, ich habe gestern aufgeräumt. Tada! Guten Morgen, Babyjan. Guten Morgen, Babyjan. Ui, 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 Mama nimmt dich, Mama nimmt dich. Mein Schatz bist du. Mein Schatz bist du. Ich glaube, du kannst erst zu Penny fahren und dann die Acelia holen. Soweit ich weiß, 10.40 Uhr. Guck mal nicht. Acelia ist da! Nein, 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 ich soll dir nicht sagen. Schwester ist da, Schwester ist da. Der Claudio hat geschrieben, hat angerufen. Okay. Das Auto ist soweit immer gewartet worden. Der schickt mir jetzt die Daten per E-Mail. Ja, wir runterfahren, weil für den Preis kriegen wir es nicht. Ja, der hat noch Patienten. Ja, ja, reservieren und anrufen und reservieren. Hat, glaube ich, 2 Euro oder sowas gekostet. Bei uns hier ja. Aus der Region. Genau. Daher immer regional einkaufen, Leute. Die Leute und die Bauern unterstützen, dann hat jeder was davon. Vor allen Dingen, die sind nicht so watschelig wie die aus dem Supermarkt mittlerweile, ne? Ja. Viele sind da total weich. So sieht's aus, ja. Ich hatte ja eine Box von der Oma Johanna bekommen, wo sie lauter Gemüsesachen mitgegeben hat. Ich habe sie fast alle verwendet, ja. Fast alle, also nichts davon ist in Mülleimer gelandet. Wenn man ein bisschen kreativ ist und ein wenig Idee hat, kann man wirklich mit vielen Sachen Leckeres zubereiten. Der Idi hat jetzt Essen gemacht und ja, ich glaube, es sieht sogar, ja, also live sieht es noch etwas besser aus. Warte, ich brauche Tageslicht, glaube ich. So sieht der Terrau wirklich aus. Er hat das von gestern noch gemacht und ja, ein bisschen was Frisches dazu gemacht und das sieht echt toll aus. Ist das Lau? Genial. Ja. Mmh. Oh, voll die gute Idee. Alter Schwede. Mama. Ja. Hallo Baby. Nimm dir ein. Oh ja, zieh dir ein T-Shirt an. Ja. Die Kartoffel hast du genial gemacht. Also sowas. Wow. Oh. Ihr müsst das jeweils einmal gemacht haben gesehen. Hallo? Hi, ja, hi. Nein. Okay. Gut, ja, ciao. Auto ist schon weg. Ah, ich hab's gesagt. Ja.
Na, Schatz, wie geht's dir? Schlägt mir auf den Magen. Oh mein Schatz, Auto ist wahrscheinlich weg. Und er wollte ja schon eigentlich gestern hinfahren, das Auto direkt holen. Jetzt ist es weg. Die Acelia ist traurig, dass wir immer noch kein Auto haben und dass die neuen Autos teurer sind und die günstigen nicht uns so gefallen. Nein. Beziehungsweise die gehen immer kaputt. Wenn es noch das Äußere wäre, wäre auch nicht so schlimm. Ja, manche neue sind kaputt. Ja, und Baby Jan geht's auch gut bei der Mama. Happy. Mama auch happy. Baby Jan da. Acelia? Wer ist das denn? Oh, Sally, Itzi. Mann, ich komme immer durcheinander. Isel? Was machst du da, Schatz? Acelia hat das durcheinander gemacht. Hallo, Baby Jan. Das sind alle anderen. Nein, die sind lange weg. Bist du süß? Ja. Bist du süß? Die lange hast du dich. Acelia, war heute Mittwoch? Oder Dienstag? Heute ist Mittwoch. Heute war die Iti ganz lange eigentlich im Kindergarten. Aber wir haben sie zu früh abgeholt. Iti? Wir haben sie zu früh abgeholt, mein Schatz. Du musst eigentlich mal im Kindergarten sein. Ja. Ich bin der Mann, der du bist. Und Mann, bist du ganz kurz. Und ich auch. Nee, du bist länger. Ich hol sie ab und gehe dann mit ihr zu deiner Schule und warten dann auf dich. Das machen wir immer Donnerstags. Heute hattest du deinen ganz kurzen Tag. Baby Jan, du bist super süß. Zucker, zucker süß. Du bist richtig goldig. Zucker, zucker goldig. Richtig süß. Guck mal, wie der aussieht. Ui, ich glaube, da hat jemand die Hose geklaut. Ich hab eine. Machen wir noch deine Ohren schnell sauber, ja? Mülleimer schmeißen. Los! Acelia, wo bist du? So, die Celine ist abgeholt. Rate mal, wo sie schon wieder steckt. Celine? Was machst du da? Ehrlich? Ja! Oh, so eine bist du? Ja! Ja? Was machst du? Die hat so schöne Kackerschuhe. Oh ja. Zeig. Zeig. Nein. Celine? Du hattest keine Zeit, deine Schuhe auszuziehen? Nein. Nein? Oh. Celine, Schuhe ausziehen? Nein, nicht Schuhe. Nicht Schuhe ausziehen? Die Frau, die ist nicht gucken wollen. Einmal. Lorax, Merida. Und das. Das ist nicht so schön. Okay. Was? Frag die Selin. Selin? Was? Guck mal. Merida. Sind da überhaupt die Blues drin? Nein. Nein, da nicht. Merida ist abgehakt. Itzi? Isel? Schatz, los. Und wenn ihr seht, dass zum Beispiel Acelia, du siehst, da ist ein Buch. Kannst du das bitte dann aufheben und reinmachen, wo es hingehört? Und sollte es eigentlich machen. Ich habe alles hingeworfen. Ja, kannst du das jetzt bitte auch machen? Isel macht auch eins. Acelia. Wirklich? Acelia, bitte mach das jetzt mal. Isel, mach mal das Buch hoch, was du gemacht hast. Hallo. Da. Können wir das gucken, Monster? Ja, muss man aber sauber machen, ne? Celine, ins Bett. Celine.
Der Iggy. Arbeite an meinem Kanal. Ah, echt? Ja. An deinem? Meinem, ja. Oh ja, mein Kanal. Oh, puh. Iggy hat einen Channel aufgemacht. Jo, also ich bin ja daheim, jetzt. Und an alle, die immer alles besser wissen, er darf, solange er kein Einkommen hat, trotzdem sozusagen arbeiten, ne? Zu Hause kann ich machen, was ich will. Eine Elterngeldstelle hast du ja gefragt. Ja. Weil manche natürlich, also ganz früher hat einer mal gefragt, da dürfte er theoretischerweise die Kamera nicht in die Hand nehmen. Und da hat er gesagt, dass ich arbeite und er auffilmt. Und die Dame hat gesagt, kein Problem, es ist ja auf mein, ja, es ist ja mein Kanal. Ist deine Arbeit, ja. Ja. Und er darf trotzdem mitfilmen. Also das ist ja nur für alle. Die gleich. Ne? Früher habe ich mich gewundert, wenn Beauty Peachy zum Beispiel sowas im Video gesagt hat. Aber ich weiß, wenn man ganz, ganz viele Videos und viele Kommentare hat, dass es, dass man dann halt, bevor etwas so eine Welle schlägt, man einfach kurz aufklärt und gut ist. Mhm. Bist du nur bei dir oder bist du auch auf meinem Kanal jetzt? Nee, ich bin bei mir, mein Schatz. Echt? Dein Kanal ist dein Kanal. So, also ich wollte heute ja Beauty-Video drehen und ich habe Angst bekommen. Ja, es hat sich so viel getan und so viele neue YouTuber gekommen dazu, die richtig gut sind. Dann viele, die mit mir angefangen haben, haben irgendwie nicht mehr so gute Videos. Und ich möchte, wenn, dann auf jeden Fall auch wieder mit Schnitt und so bei den Beauty-Videos, ja, die Videos interessanter zu machen, ist mir wirklich am Herzen, weil sonst, ich will nicht so langweilige Videos machen. Ist nur mein halt, ne? Der ist laut. Mein Baby. Ja, also, wir machen die Kinder, also den Kleinen jetzt, jetzt wacht er auf. Ich hätte gleich ein bisschen früher schlafen gehen sollen. Okay, mein Baby, wir gehen jetzt schlafen. Bis nach. Baby, pst, schlafen. Ich habe viele Szenen der letzten Tage gelöscht, aus Versehen, weil wir mit zwei Kameras jetzt gefilmt haben. Und heute weint immer ein Kind, wenn wir die Kamera anmachen. Und wir